Du weißt, meine Pause. Ich lasse hier frische Luft, Handybettchen. Tag, heute ist Mittwoch, der 27.01.2016, glaube ich. Bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich habe mir nicht aufs Telefon geguckt und ich habe das Telefon noch nicht mal bei. Das ist das erste, was ich aufnehme heute hier. Und es ist kurz vor 10 oder so. Ich habe bis eben noch am Schnitt gesessen und bin immer noch nicht fertig. Ich musste noch weitermachen. Aber der Hund wollte erstmal raus und ich brauchte auch erstmal eine Pause. Da Handy-Akku bald leer war und das ab und zu auch ganz schön ist, voll offline zu sein, habe ich es gleich zu Hause gelassen. Mehr Autos am Strand rum als auf der Straße. Ich brauche erstmal eine Pause auf jeden Fall, frische Luft, bevor ich den Vlog von gestern fertig schneide. Hat halt doch ein bisschen länger gebraucht als sonst. Aber naja. Und nun bin ich hier am Strand und will eigentlich meine Ruhe. Deswegen habe ich das Handy zu Hause gelassen und naja, manchmal offline ist gar nicht so schlimm. Der Nachteil daran, dass ich jetzt mein Handy zu Hause gelassen habe und hier völlig offline lang gehe, ist, dass ich auch keine Uhr habe. Wird schon ganz gern wissen. Und ich würde schon ganz gern wissen, wie spät es ist. Könnt natürlich jetzt hier auf die Kamera gucken, in die Einstellung, da steht ja die Uhrzeit. Aber ist eigentlich umständlich und ja, das sind dann die Momente, wo man sich denkt, eine Uhr wäre doch nicht schlecht, obwohl ich schon seit Jahren keine Uhren trage. Weil man hat ja das Handy, da steht die Uhrzeit drauf, warum soll ich denn nur eine Armbanduhr tragen? So, und dann willst du als Geek natürlich so eine Apple Watch haben. Aber dann bist du ja auch nicht wirklich offline. Gut, wenn Handy nicht dabei ist, dann taucht dir auch nicht so viel außer die Uhrzeit anzuzeigen. Aber man würde wahrscheinlich schon wieder mehr rumspielen als nötig. Also ich gehe schon davon aus, dass sie hier nicht ganz ohne Grund lang fahren am Strand mit ihren Autos. Ich bin mir sicher, dass es nicht einfach so erlaubt ist, sondern dass sie nur dürfen, wenn sie eine Genehmigung haben oder sonst was. Bloß auf der anderen Seite, wer kontrolliert das hier? Wie auch immer. Jedenfalls stehen sie jetzt da auf der Düne rum, auf der Böschung, schauen sich die Bäume an oder so, also wird es wahrscheinlich schon einen Grund haben. Ist natürlich fraglich, ob sie dafür den Strand lang fahren müssen, dann auch die Promenade lang fahren können. Jetzt sind sie da hinten und wir am Segen, die vorhin da rumgefahren sind. Naja. Aber ist auch schön. Du bist hier am Strand, hast von da hinten Baulärm, weil sie am Segen sind. Und wenn man jetzt rüber schwenkt, dürfte zu hören sein, von da genauso Lärm. Was auch immer sie da machen, keine Ahnung. Es muss wahrscheinlich gemacht werden, aber wenn ihr so vorstellt, dann bist du als Touri und gehst hier den Strand lang. Weiß ich nicht, über das Wochenende 3 Tage oder so und hast den ganzen Tag am Strand Lärm. Dann kannst du auch in der Stadt bleiben. Kannst du dich da auch fühlen wie so ein Kind in Sandkasten? Baby.
ist er? Muss aber ein bisschen professioneller werden hier. Wie der? Ich? Ja. Warum? Was ich hier machen soll? Weiß ich nicht. Siehst du? Mit einer Whiskybrennerei aus Texas. Ja. Und hatte sie gefragt, ob sie den noch in Deutschland verkaufen. Und dann schrieb sie, nein, wir verkaufen die. Klassischer Vlogshoot. Immer ihre Werbung drin. Und das finde ich den Weg, den finde ich gut. Weil die haben einen verlässlichen Partner. Man selber hat einen verlässlichen Partner. Die große für Buffalo Trace. Ja. Buffalo Trace heißt ja praktisch der Büffelpfad. Haben sie halt die Story, dass die Brennerei, die Destillerie praktisch genau da gebaut wurde, wo früher so ein Büffelpfad durchging. Und deswegen heißt der Whisky Buffalo Trace, weil diese Destillerie an einem Fluss steht, wo praktisch der Büffelpfad lang ging. Ja. Und so hast du halt, gerade bei amerikanischen Whiskys, hast du im Marketing immer eine komplett runde Geschichte. Das fängt bei der Story an, die sie bauen, geht über den Markenauftritt, egal ob nur im Real Life, also Etiketten, Verkaufsdisplays etc. Ja. Weiter und hört dann auch bei einem stimmigen, runden Internetauftritt auf. Ist es so die Branche, wo Storytelling das erste Mal aufkam im Marketing? Oder machen die das einfach immer schon mal so? Schon immer so? Und die haben dieses Wort Storytelling und so sich da irgendwie erst rausgezogen? Die Marketingleute haben das irgendwie übernommen? Keine Ahnung. Ist es daraus gewachsen, Storytelling? Aber ich glaube eigentlich, dass es in dem Bereich am besten verstanden wurde, das Storytelling. Ja. Also in meinen Augen am besten verstanden wurde. Sie wissen halt, wie sie ein Produkt mit Emotionen belegen, um es zu verkaufen. Man kann ganz hart sein und sagen, Whisky ist Whisky. Ja? Whisky, du hast einen Anteil an den Ingredienzien für die Maische, die sie dann machen, und die werden dann in Weißeichenfässer für 3 Jahre gelagert, mindestens 3 Jahre gelagert, dann abgefüllt. Ja. Um ein Produkt, was eigentlich immer relativ gleich ist und sich nur in Nuancen unterscheidet, richtig zu verkaufen, musst du es natürlich dann mit der richtigen Story belegen. Damit du den Kunden, den Customer, also denjenigen, der das Produkt kaufen soll, den musst du natürlich über die Geschichte kriegen. Ja, klar. Finde ich. Ja? Das fällt natürlich bei anderen Produkten relativ schwer. Storytelling war im Marketing wahrscheinlich schon immer mal da. Die haben sie jetzt nur so hochgepusht in letzter Zeit, oder? Ein kompletter Modebegriff, um jetzt die nächste Sau durchs Dorf zu treiben. Aber du verkaufst Produkte immer gut über Storytelling. Ja. Schon immer. Ne? Jeder gute alte Werbespot aus den 50er, 60er Jahren war Storytelling pur. Ja, das stimmt. Wenn die Hausfrau am Herd stand und dann zum Schluss Maggi da in die Suppe gekippt hat, dann hast du vorher aber die Hausfrau am Herd gesehen, die für den Mann das Essen kocht. Und dann Maggi genommen hat. Ja, das ist auch Storytelling. Ja. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Was hast du gerade gemacht? Ich hab gesnapchattet. Okay. Was mir mal so aufgefallen ist, ne? Was mich noch hoffen lässt. Muss ich erstmal scharf stellen. So, der Jens verlässt. Ist ja auch nie ein rotes Licht an der Kamera, dass man sieht, wann sie an ist. Das ist jetzt schlimm, das ist hinten, das nervt mich auch immer, weil ich muss auch mal erst gucken. Nimmt's jetzt auf? Habe ich Aufnahme gedrückt überhaupt? Ja. Aber manchmal ist es doch gar nicht so schlecht, dass es vorne nicht blinkt. Ja, das stimmt schon. Tschüss. Tschüss, Jens. Wir gehen jetzt aber noch mit dem Hund raus. Also, wir, ihr nicht. So, der Jens ist wieder weg. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe morgen 12 Uhr Schicht. Das heißt, ich muss mich jetzt relativ schnell ans Video machen. Und im Gegensatz zu den letzten Tagen, das vielleicht auch mal fertig kriegen abends. Ich habe die letzten Videos alle erst morgens geschnitten. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich morgens produktiver bin irgendwie. Also ich wusste, ich bin ein Morgenmensch, schon immer gewesen.
Aber ich bin morgens beim Videoschnellen Fixer schneller. Ob besser, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schneller. Ich habe wenig aufgenommen heute Nachmittag, als Jens da war. Naja, und wenn er Jens da ist, dann ist es auch immer schwer, weil wir viel über Projekte sprechen, die wir noch irgendwie in der Planung haben und Ideen, die wir haben. Und die können oder können schon, aber wollen wir zu diesem Zeitpunkt dann immer noch nicht so veröffentlichen oder breittreten. Erst wenn sie spruchreifer sind und deswegen gibt es nicht so viele Aufnahmen. Ich kann ja auch schlecht irgendwie die Kamera 5 Stunden laufen lassen. Nee, so lang war jetzt nicht da, oder? Weiß ich nicht. Naja, aber ich kann sie jetzt auch nicht über mehrere Stunden die Kamera laufen lassen und dann später schauen, was ich benutzen kann und was nicht. Das ist irgendwie auch doof. Ja, und außerdem lenkt das ja auch irgendwie nur ab, wenn man dann ständig auch noch mit der Kamera rumfummelt. Das ist Jens inzwischen von mir gewohnt, aber... Und er weiß auch, dass ich nicht alles veröffentlichen werde, sondern schon aufpasse, aber... Naja, so ist es halt. Übrigens haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet. Wie habe ich sie genannt? German Vloggers? Vlogger? German Vlogger? Also alle, die auch Vlogs betreiben oder daran interessiert sind, mit dem Vloggen anzufangen oder so, kommt in die Gruppe. Die ist dafür gedacht, dass wir uns austauschen können, dass wir neue Vlogger kennenlernen. Also mir ist das in letzter Zeit aufgefallen, dass ich erstens durch das Vloggen und YouTube erstmal überhaupt neue Vlogger gefunden habe und auch von anderen Vloggern gefunden wurde. Also ja, dafür soll die Facebook-Gruppe jetzt auch ein bisschen nützlich sein. Vielleicht lernt man so neue Vlogger kennen und vielleicht können wir uns über Ideen austauschen und so ein bisschen netzwerken. Würde ich ganz spannend finden. Also, Link ist unten in der Beschreibung. Und dann, ja, schaut doch mal rein und promotet es weiter. Dass die Gruppe auch anwächst. Gut. Das war's. Mehr habe ich jetzt nicht, jetzt ran ans Video und morgen 12 Uhr Schicht. Naja. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Das haben die mit dem Scheiße wirklich alles zugestellt, sodass man kaum noch durchkommt. Genau das wollen Touristen hier im Urlaub. Von der Sparkasse hier belästigt werden und daran gehindert werden, zum Strand zu kommen. So.